Seid gegrüßt und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis von Test Venture und heute werde ich den Epson EcoTank ET4850 einrichten und installieren. Als erstes werde ich den Drucker mit Tinte befüllen, danach am Smartphone installieren und zum Schluss auch am Computer einrichten. Los geht's! Legen wir also los und entfernen als erstes alle Klebestreifen und Folien vom Epson-Drucker. Seid hier gründlich, ihr findet diese sowohl auf der Rückseite als auch im Inneren. Ist der Drucker geöffnet, finden wir im Inneren auf der rechten Seite einen Aufkleber mit einem Passwort. Schreibt euch das Passwort am besten eben kurz auf, das benötigen wir später bei der Installation. Als nächstes packen wir jetzt die Tintenflaschen aus. Am Drucker öffnen wir vorne rechts die Tintenabdeckung. Jetzt müssen wir Schritt für Schritt die Tinte in den Drucker füllen. Wir öffnen dafür die erste Abdeckung bei Schwarz und nehmen die schwarze Tintenflasche zur Hand. Diese stecken wir jetzt einfach, wie zu sehen, oben drauf und lassen die Tinte einlaufen. Keine Angst, hier kann nichts überlaufen oder auskippen. Wartet jetzt einfach nur, bis die Anzeige unten voll ist. Ist die Anzeige voll, nehmen wir die schwarze Flasche wieder ab und wir wiederholen den Vorgang mit der blauen Tinte. Nehmt also die blaue Tintenflasche, steckt auch diese wieder oben drauf und wartet, bis die Tinte eingelaufen ist. Wenn ihr danach noch etwas Farbe in der Flasche übrig habt, könnt ihr diese später noch einmal nachkippen. Wir wiederholen den Vorgang als nächstes noch mit Magenta und danach auch noch mit Gelb. Achtet darauf, dass ihr auch wirklich die richtige Farbe in den richtigen Behälter füllt. Ist der Drucker nun aufgefüllt, schließen wir die Tintenabdeckung und auch den Drucker. Als nächstes legen wir etwas Papier ein. Zieht dafür unten die Schublade heraus, macht den Einzug etwas breiter und legt dann das Papier ein. Im nächsten Schritt schließen wir den ET4850 an den Strom an und starten den Drucker. Am Touchdisplay wählen wir jetzt unsere Sprache mit Deutsch aus. Weiter geht's am Smartphone. Wir öffnen unseren Google Play oder Apple App Store und installieren uns die Epson Smart Panel App. Ist die App geöffnet, akzeptieren wir als erstes die Standardnutzungsbedingungen. Danach drücken wir auch bei der Datenschutzerklärung einmal auf OK. Als nächstes drücken wir auf Weiter. Jetzt werden wir informiert, dass Epson für die Installation Zugriff auf den Standort benötigt, aber den Standort nicht speichert oder weitergibt. Wir drücken also auf Weiter. Wir geben also unseren Standort mit Genau und bei Benutzung der App frei. Als nächstes möchte Epson Geräte in der Nähe finden. Das ist wichtig, ansonsten wird der EcoTank auch nicht gefunden. Wir drücken also auf Weiter und danach im Pop-up auf Zulassen. Im nächsten Fenster können wir überprüfen, ob der Epson-Drucker überhaupt mit dieser App kompatibel ist. Das habe ich aber bereits getan und wir drücken hier auf Nein. Im Menü drücken wir oben auf den blauen Button mit ein neues Produkt einrichten. Danach drücken wir auf Fortfahren und der Epson EcoTank ET4850 sollte hier auch sofort gefunden werden. Falls nicht, geht mit eurem Smartphone dichter an den EcoTank heran. Wir wählen den Drucker also aus und drücken im nächsten Fenster noch einmal auf Ja. Jetzt bereiten wir die Initialisierung der Tinte vor. Dafür drücken wir zuerst ein paar Mal auf Fortfahren. Als nächstes wählen wir unser Datumsformat aus. Bei uns ist es Tag, Monat, Jahr und wir wählen den dritten Punkt aus. Danach geht's um die Uhrzeit, 24 oder 12 Stunden Format. Ich wähle mir die 24 Stunden aus. Jetzt bekommen wir eine Anleitung angezeigt, wie wir den Drucker mit Tinte befüllen können. Das haben wir aber bereits gemacht und wir scrollen bis ganz nach unten. Hier bestätigen wir noch einmal mit Ja, dass die Tinte bereits eingefüllt wurde.
Danach bestätigen wir, dass alle Deckel geschlossen sind und bestätigen dann noch einmal, dass der Drucker auch wirklich mit Tinte befüllt wurde. Wir drücken auf Start und die Tinteninitialisierung wird durchgeführt. Das dauert ungefähr 10 Minuten. Als nächstes drücken wir auf OK und geben dann die Benachrichtigung frei, dass wir informiert werden, sobald die Tinteninitialisierung abgeschlossen ist. Währenddessen können wir den Drucker mit unserem WLAN-Netzwerk verbinden. Wir drücken dafür auf Fortfahren und danach noch einmal auf Ja. Als nächstes drücken wir auf Weiter und benötigen jetzt das Passwort aus dem Inneren des Druckers, welches wir uns ganz zu Anfang aufgeschrieben haben. Habt ihr das Passwort nicht aufgeschrieben, müsst ihr warten, bis die Tinteninitialisierung abgeschlossen ist. Öffnet währenddessen bloß nicht den Drucker. Wir geben also das Passwort ein und drücken dann auf OK. Über mein Smartphone wurde mein WLAN-Netzwerk direkt ausgewählt und ich drücke auf Ja. Als nächstes benötigen wir unser normales WLAN-Passwort. Wir drücken also auf Weiter, noch einmal auf Weiter, noch einmal auf Weiter, drücken jetzt auf Ja und dann noch einmal auf Weiter. Jetzt können wir endlich unser normales WLAN-Passwort eingeben und auf OK drücken. Wir drücken danach noch einmal auf Ja und schon wird der Echo Tank mit unserem WLAN-Netzwerk verbunden. Das dauert ein paar Minuten. Das hat geklappt und wir drücken auf Weiter. Jetzt müssen wir noch warten, bis die Tinteninitialisierung abgeschlossen ist. Das dauert bei mir noch 5 Minuten. Ist auch das abgeschlossen, drücken wir wieder ein paar Mal auf Weiter. Jetzt werden wir gefragt, ob wir den Echo Tank auch am PC installieren möchten. Ich drücke auf Ja. Ich zeige euch die Installation am Computer aber gleich noch im Anschluss. Wir drücken also wieder ein paar Mal auf Weiter, bis wir in die App-Übersicht kommen. Hier wählen wir jetzt unser gewünschtes App-Design aus. Jetzt ist ein neues Firmware-Update verfügbar. Ich drücke auf Ja und bestätige dann noch einmal die Nutzungsbedingungen. Ist das Update installiert, sind wir auch schon erfolgreich in der App angemeldet und unser Epson Echo Tank ET4850 ist vollständig einsatzbereit. Weiter geht's am Computer. Hier öffnen wir die Epson Echo Tank Website für den ET4850 und laden uns die Software herunter. Den genauen Link zu dieser Seite findest du unten in der Videobeschreibung. Wir scrollen etwas nach unten und laden uns das Epson Product Setup herunter. Ist die Software gestartet, drücken wir auf Akzeptieren und bestätigen die Nutzungsbedingungen. Im nächsten Fenster drücken wir auf Weiter und bestätigen dann, dass der Drucker eingeschaltet ist und wir die Tinte bereits aufgefüllt haben. Ich setze also den Haken und drücke auf Weiter. Jetzt wird der Treiber heruntergeladen und auch direkt installiert. Als nächstes wählen wir die WLAN-Verbindung aus und drücken auf Weiter. Jetzt sollte der Epson Echo Tank ET4850 auch schon angezeigt werden. Wir wählen den Drucker aus und drücken auf Weiter. Jetzt startet die Einrichtung. Im nächsten Fenster können wir auswählen, welche Programme wir installieren möchten. Wählt euch aus, welche Software ihr haben möchtet und drückt dann auf Installieren. Das dauert ein paar Minuten. Jetzt können wir den Drucker noch registrieren, ich drücke aber auf Überspringen und damit ist die Einrichtung am Computer auch schon komplett abgeschlossen. Jetzt könnt ihr mit dem Epson-Drucker am Smartphone und auch am Computer ausdrucken, scannen und kopieren. Wenn ich dir also weiterhelfen konnte, dass du deinen Epson-Drucker einrichten konntest, dann drück auf den Like-Button und abonniere kostenlos unseren Kanal. Über eine Super-Thanks-Spende würden wir uns ebenfalls riesig freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal wünscht deine Test Venture Crew.